Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute seht ihr mich mal in einer etwas anderen Perspektive. Das hat zwei Gründe, denn zum einen habe ich meinen Laptop mal wieder vor mir, weil ich gleich Sachen angucken werde, über die ich rede. Und zum anderen werde ich hier gleich auch Sachen einblenden. Und zwar soll es heute um meine Jahresstatistik für das Jahr 2022 gehen. Und ja, da werde ich euch gleich hier so ein paar Grafiken einblenden. Ja, mein Jahr lief wieder sehr, sehr gut, also mein Lesejahr zumindest. Ich habe im Jahre 2022 insgesamt 139 Bücher gelesen. Es war ein wirklich, wirklich sehr, sehr lesereiches Jahr für mich und ich habe einiges geschafft. Ich bin sehr, sehr happy mit dem, was ich so gelesen habe insgesamt. Und ja, in diesem Video soll es eben um meine Statistik gehen, wie sich das alles so zusammensetzt und so weiter. Ich werde euch so ein paar Zahlen und Fakten geben. Mir persönlich macht es immer unheimlich viel Spaß, auf das Lesejahr so zurückzublicken und das so ein bisschen mehr anzugucken, wie viel ich so gelesen habe und wie sich das halt eben auch so zusammensetzt. Ich werde halt so zum Beispiel darüber reden, wie viele Sternebewertungen das waren und wie viele Bücher im Monat das waren und sowas halt alles, ne? Und ich würde sagen, ich lege direkt los mit der ersten Grafik. Und jetzt muss ich hier mal gucken, womit ich am besten anfange. Ich fange mal an mit der Grafik für die Bücher im Monat. Wie gesagt, 139 Bücher waren es dieses Jahr insgesamt, die ich gelesen habe. Und hier ist eben die Grafik, ja, wie viele Bücher es in welchem Monat dann waren. Man sieht, dass es da auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Monat im Oktober gab. Da habe ich nämlich 15 Bücher gelesen, aber auch einige andere Monate waren sehr stark. Also der April, Juni und Dezember, die fallen da vor allem auch noch auf. Und man muss halt auch sagen, es fällt auch so ein bisschen auf, dass so diese Monate, in denen die Readathons, die 48-Stunden-Readathons stattfinden, die sind halt auch so die starken Monate. Also das war ja dieses Jahr im Juni, August, Oktober und Dezember der Fall. April, falls ihr euch jetzt fragt, was da los war, warum ich da so viel gelesen habe, da hatte ich tatsächlich Corona und da war ich so 2-3 Tage so richtig fettkrank und danach ging es dann einigermaßen und dementsprechend hatte ich dann eben einiges an Zeit, um da zu lesen und deswegen habe ich da so viel geschafft. Und ja, wie gesagt, die anderen Monate sind dann halt eben auch so diese Readathon-Monate. Das sieht man halt wirklich ganz krass, dass sich das bei mir so ausgewirkt hat. Na gut, beim August geht's noch so, da ist es nicht ganz so krass, aber da muss ich auch dazu sagen, da war ich auch im Urlaub. Und zwar nicht alleine und deswegen habe ich da auch nicht so viel gelesen in der Zeit. Wenn ich alleine irgendwo unterwegs bin, dann lese ich ja sehr, sehr viel. Aber wenn ich mit anderen unterwegs bin, dann eben nicht so viel. Und deswegen ist August noch relativ ausgeglichen mit den anderen Monaten, aber trotzdem sehr, sehr stark. Ja, das also so zu den Monaten und wie viel ich in den einzelnen Monaten gelesen habe. Dann komme ich zu den Sternebewertungen, die ich dieses Jahr so vergeben habe. Es ist ein sehr, sehr interessanter Graph, wie ich finde, denn ja, es zeigt auf jeden Fall, dass ich ein sehr, sehr gutes Lesejahr hatte. Ich habe sehr, sehr, sehr häufig 4 Sterne vergeben. Also man kann das nicht ganz genau erkennen, aber ich würde sagen, so 64 oder 65 Bücher müssen das sein, die ich mit 4 Sternen bewertet habe, was ja eben fast die Hälfte aller meiner Bücher in diesem Jahr halt eben betrifft. Und das ist schon echt viel und ist wirklich ein sehr, sehr gutes Lesejahr, was ich hatte. Man sieht halt eben auch so die unteren Sternkategorien sind jetzt nicht so gefüllt. Übrigens mit 0 Sternen, das ist, heißt nicht, dass die Bücher wirklich 0 Sterne von mir bekommen haben, sondern das sind Bücher, denen ich keine Bewertung gebe. Das sind halt so zum Beispiel Kurzgeschichtensammlungen, weil ich das da einfach ja, schwierig finde, die zu bewerten, weil ja, bei Kurzgeschichtensammlungen, da sind es viele einzelne Geschichten und so eine Bewertung für alle zu geben, ist immer so ein bisschen schwierig. Und deswegen, weil es bei dieser Tabelle, die ich halt nutze, leider keine, ja, keine Nicht-Bewertung gibt oder sowas sozusagen, muss ich halt einfach 0 Sterne vergeben. Aber ich mache das halt einfach nur so für meinen Überblick sozusagen, ne? Dass ich das halt trotzdem noch so im Hinterkopf behalte. Ja, also der Monat, nicht der Monat, sondern das Jahr lief nicht nur von der Quantität her sehr gut, sondern auch von der Qualität. Kann ich auf jeden Fall nicht meckern.
Dann habe ich noch eine interessante Grafik zum Thema Veröffentlichungsjahre. Da kann man auf jeden Fall sehen, dass ich die allermeisten Bücher, die ich gelesen habe, sind halt eben aus den letzten beiden Jahren. Also das Jahr 2021 ist da ganz vorne mit dabei. Da sind irgendwie so, ich würde mal sagen, 45 Bücher oder sowas draus gewesen. Liegt natürlich auch daran, dass ich meinen Sub ganz extrem abgebaut habe und da lagen halt sehr, sehr viele Bücher aus dem Jahre 2021 noch drauf. Und gleichzeitig habe ich aber auch zu Neuerscheinungen gegriffen, weil halt eben auch viele Bücher aus dem Jahr 2022 mit dabei sind. Und ja, die anderen Bücher, die anderen Jahre sind so ein bisschen immer mal vertreten, weil ich halt eben auch so ein bisschen bunt gemischt lese. So ein Buch, was eben vor den 20er Jahren erschienen ist, ist der Klassiker, den ich dieses Jahr gelesen habe. Da weiß ich gerade gar nicht mehr ganz genau, was das war, ehrlich gesagt. Aber ja, ist auf jeden Fall auch ganz interessant. Dann komme ich dazu, wie sich so. Ah nee, ich habe erstmal noch eine Grafik zu den Seitenzahlen. Die durchschnittliche Seitenzahl sozusagen, beziehungsweise allgemein die Seitenzahl so in so einem bestimmten Bereich. Da kann man sehen, dass ja viele Bücher, die ich gelesen habe, so aus dem mittleren Bereich waren, also so 300 bis 399 Seiten ist das, was ich am häufigsten gelesen habe, dicht gefolgt von 400 bis 499 Seiten. Ich würde sagen, so aus dem Contemporary-Bereich sind wahrscheinlich die meisten, die so aus dem 300er-Bereich sind und die 400er sind dann wahrscheinlich meistens so aus dem Fantasy-Bereich, weil da sind ja die Bücher meistens ein bisschen dicker. Es gibt natürlich auch immer wieder ein paar Ausnahmen. Aber ja, ich habe wenig dicke Bücher dieses Jahr gelesen, aber ist auch okay. Und wenig auch sehr, sehr kurze Bücher, muss man sagen. So, jetzt komme ich zu der Zusammensetzung der Bücher, die ich gelesen habe. Und da fange ich einmal an mit den Genres, die ich so gelesen habe dieses Jahr. Dieses Jahr ist Fantasy ganz, ganz vorne dabei mit 45,3%, dicht gefolgt von Contemporary mit 41,7%. Contemporary ist ja alles, was halt eben in unserer Zeit und unserer Welt spielt. Also da gehört halt eben Romance mit dazu, aber auch sowas wie Coming-of-Age-Geschichten, so LGBT-Geschichten und sowas, ne? Also all sowas zähle ich da ja mit rein. Ansonsten sind da noch so ein paar vereinzelte Genre mit dabei. Also Historical Fiction, da habe ich 2,9% drin gelesen. Also nicht viel, aber es waren wahrscheinlich so vier Bücher oder sowas. Ich weiß es gerade nicht ganz genau, wie viel das dann ungefähr ausmacht. Vier, fünf Bücher würde ich mal sagen. Science Fiction, 5%, jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, genauso wie Thriller und Krimi mit 3,6%. Und dann war noch ein einziger Klassiker dabei. Das ist einer von denen, wo jetzt nichts mit dabei steht. Und das andere, wo nichts mit dabei steht, das ist ein Horrorbuch gewesen. Ja. Also das zur Zusammensetzung der Genre. Dann komme ich zur Zusammensetzung der Altersgruppen. Das finde ich auch super, super interessant. Vor allem, wenn ich da an letztes Jahr zurückdenke, wo ich noch sehr, sehr viel mehr New Adult Bücher dabei hatte. Dieses Jahr sind es 10,8%. Letztes Jahr waren es, glaube ich, so um die 20% oder sowas noch. Dafür jetzt mehr Adult, nämlich 25,9%. Und 2,9% waren dann noch Middle-Grade-Bücher, also jetzt nur so drei, vier Stück oder sowas wahrscheinlich. Und ja, der große Bereich ist natürlich wieder Young Adult. Das sind 60,4%. Das ist halt einfach immer noch das, was ich so am häufigsten lese, wo es mich am häufigsten irgendwie hinzieht. So. Dann komme ich zum Geschlecht des Autors. Da ja, gibt es eigentlich auch keine sehr große Überraschung. 84,9% der Bücher, die ich gelesen habe, waren von einer Autorin geschrieben. 12,2% von einem Autor. Dann 1,4% müssten das dann auch sein von sowohl einem Autor als auch einer Autorin. Also wenn es halt eben zwei Autoren sind oder auch mehr, die es geschrieben haben, dann zähle ich das da mit rein. Und leider muss ich sagen, nur 1,4% von Non-Binary-Autoren. Ja, das finde ich sehr, sehr schade, dass das nicht mehr ist. Würde ich mir wünschen, dass ich da ein bisschen mehr lesen würde in dem
Bereich. So, dann komme ich zu der Geschlechterverteilung bei den Protagonisten, beziehungsweise ich zähle da immer die Sichtweisen aus dem Buch. Und da habe ich das dieses Jahr noch ein bisschen weiter aufgefächert. Letztes Jahr hatte ich ja nur 3 Kategorien, also männlich, weiblich und Ensemble. Und dieses Jahr habe ich das noch ein bisschen weiter aufgefächert, weil eben bei Ensemble habe ich letztes Jahr noch alles reingezählt, wo es halt eben mehr als eine Sichtweise gibt. Aber das fand ich irgendwie nicht so schön, deswegen habe ich das ein bisschen neu sortiert sozusagen. Also ich habe hier einmal immer noch am meisten Bücher, die ich gelesen habe, die aus einer weiblichen Sichtweise geschrieben sind, nämlich 44,6%. Dann dicht gefolgt von Büchern, die von einem gesamten Ensemble erzählt werden. Also da zähle ich halt eben jetzt alle Bücher dazu, die eben von mehreren Charakteren erzählt werden. Sowas wie Six of Crows zum Beispiel, ne? Oder dieses Jahr habe ich zum Beispiel The Atlas Six gelesen. Das ist halt sowas, was so typisch so ein Ensemble-Buch für mich ist, wo es halt eben mehrere Figuren gibt, aus deren Sichtweise wir lesen. Das waren 20,1% der Bücher, die ich gelesen habe, also auch ziemlich viele, was natürlich auch viel daran liegt, dass ich einfach viel Fantasy lese und da ist das ja relativ häufig der Fall. Dann jetzt neu in dieser Aufzählung dabei, Female und Male. Das ist halt eben oftmals so bei Liebesgeschichten der Fall, wenn es halt eben ja eine Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau ist und dann liest man das Ganze aus beiden Sichtweisen. Das ist bei 13,7% der Fall gewesen. Und dann gibt es natürlich passend dazu auch noch Male Male und Female Female. Das war ein bisschen weniger der Fall, aber kam auch noch ein paar Mal vor. Und Male war dann 12,2, also dass man wirklich nur aus einer männlichen Perspektive das Ganze liest. Was ich aber relativ viel finde, weil ich finde, dass es immer noch mehr Geschichten, vor allem in dem Bereich, den ich so gerne lese, gibt, die halt eben mit weiblichen Protagonisten sind. Wenn es halt eben nur eine Sichtweise gibt, dann ist es eigentlich in den meisten Fällen doch immer noch eine weibliche Sichtweise, muss man einfach sagen. Dann zum Thema Diversity. Das ist ja etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Da habe ich, wie auch letztes Jahr, jetzt nur getrackt, ob es LGBTQIA+ Repräsentation gibt oder nicht. Und ja, wie man sehen kann, 68,3% der Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe, hatten tatsächlich LGBTQIA+ Repräsentation. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich da halt eben nur die Bücher mit reinzähle, wo das auch irgendwie eine wichtige Figur ist. Also wenn es jetzt nur mal zum Beispiel einen schwulen Cousin gibt, der mal irgendwie in einer Szene kurz vorkommt oder der mal am Rand erwähnt wird. Das zähle ich jetzt nicht zur Repräsentation, aber wenn es halt irgendwie, es muss nicht mal Teil des Plots sein oder sowas, aber wenn es halt irgendwie wichtig sozusagen ist für die Geschichte, dann zähle ich es mit dazu. Und nur 31,7% hatten halt keine Repräsentation in der Hinsicht. Finde ich auch sehr, sehr schön als Entwicklung. Ich meine, ich bin natürlich auch immer darauf aus, halt eben Bücher mir explizit eben auszusuchen, die Repräsentation haben. Aber trotzdem ist es natürlich auch so, dass ich immer wieder feststelle, dass es auch mehr so ja bei irgendwelchen Nebenfiguren Repräsentation gibt und sowas. Ne? Das macht ja auch schon einiges aus. Es muss nicht immer im Fokus irgendwie darum gehen. Aber wenn man irgendwie zum Beispiel eine beste Freundin hat, die einfach mal irgendwie zum Beispiel lesbisch ist oder sowas oder keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, das irgendwie einzubauen, ohne dass es auch irgendwie erzwungen wirkt oder sowas. Und das finde ich halt einfach schön, dass das auch irgendwie immer mehr wird. So. Dann komme ich, was habe ich denn hier jetzt noch offen, zum Thema Sprachen. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, mir anzugucken, wie viele Bücher ich gelesen habe, die auf Deutsch waren und wie viele waren es, die ich auf Englisch gelesen habe. Und da kann man sehen, dass die englische Sprache bei mir dieses Jahr ein bisschen häufiger vorkam. Also ich habe 58,3% der Bücher dieses Jahr auf Englisch gelesen und nur 41,7% auf Deutsch. Wobei auch 41,7% ist ja immer noch eine ganze Menge. Und ja, also das ist was mich an sich freut, was ich jetzt aber auch nicht irgendwie forciere. Es ist natürlich, liegt natürlich viel daran, dass zum einen
es Bücher im Englischen oftmals sehr viel günstiger gibt als im Deutschen, muss man einfach so sagen, weil es ja im Englischen keine Buchpreisbindung gibt. Aber auch, weil ich einfach dann schneller zu den Büchern greifen kann. Es gibt so viele Bücher, die noch nicht auf Deutsch erschienen sind, bei denen es auch vielleicht gar nicht klar ist, ob die mal erscheinen oder nicht. Und ja, so kommt es halt zustande, dass ich dann einfach mehr auf Englisch lese als auf Deutsch. So, dann habe ich jetzt noch was zum Thema Reihen. Einmal eine Übersicht, wie viele Einzelbände ich dieses Jahr gelesen habe und wie viele Reihen. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich, muss ich sagen. Ich habe dieses Jahr 58,3% Einzelbände gelesen. Also etwas mehr als die Hälfte. Wirklich sehr, sehr viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich ja sehr viel Fantasy lese, wo ja nicht so viele Einzelbände normalerweise vorkommen. Nun, man muss halt eben sagen, dafür ist beim Contemporary-Bereich eigentlich das häufiger vorhanden, dass es halt eben Einzelbände sind. Wobei da ist das ja auch so ein bisschen auf dem Vormarsch, so New Adult Contemporary, da sind ja auch eigentlich meistens irgendwie Reihen so der Fall. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz, ganz cool zu sehen, dass es so viele Einzelbände dieses Jahr gewesen sind und im Vergleich halt ein bisschen weniger Reihen. Finde ich sehr, sehr interessant. Hätte ich eigentlich gar nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, dass das so einigermaßen ausgeglichen ist, aber ist eigentlich ganz spannend. So, und dann habe ich noch, nochmal was zum Thema Reihen, und zwar, wie sich die Reihen so aufspalten sozusagen. Da kann man sehen, dass ich auf jeden Fall mehr Reihen angefangen habe, als ich beendet habe. Ups. Ja, 39,7% waren halt eben rein Starts von den Teilen aus einer Reihe, die ich gelesen habe. 27,6% waren ongoing, also halt eben rein Fortsetzungen, aber halt eben die Reihe nicht abschließen. Und dann 32,8% waren rein Abschlüsse. Was ja, wie gesagt, ein bisschen weniger ist als rein Starts, aber trotzdem habe ich einige Reihen ja dieses Jahr beenden können, worüber ich auch sehr happy bin. Und ich glaube, dass es so ausgeglichen insgesamt ist, liegt halt eben auch mit daran, dass ich viele Reihen natürlich so am Stück gelesen habe. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Trilogie habe, dann habe ich ja aus jeder Kategorie immer gleich ein Buch hinzugefügt, sozusagen. Ja, und das war auch schon die letzte Grafik, die ich euch gerne zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das irgendwie interessiert. Ich hoffe, ihr fandet das irgendwie genauso spannend wie ich. Also, wie gesagt, ich mag das total gerne, so ein bisschen darauf zurückzublicken, was habe ich gelesen und wie setzt sich das zusammen. Und gerade so einige Themen wie zum Beispiel Diversity oder auch so das Geschlecht von den Protagonisten und sowas. Das finde ich einfach irgendwie spannend, das zu gucken. Vor allem auch so ein bisschen zu gucken, wie sich das irgendwie entwickelt. Wie gesagt, zum Beispiel Diversity merke ich einfach, dass es immer mehr einfach aus dem Bereich gibt, aber eben auch, dass es immer mehr Thema auch, also so ein Seitenthema sozusagen einfach nur ist, ne? Und dass es nicht unbedingt immer so das Hauptthema des Buches, dass immer der Fokus sein muss. Aber ich finde es einfach schön, wenn das irgendwie immer mehr und mehr in Bücher so eingeflochten wird und einfach natürlicher wird, ne? Das ist es ja irgendwie, was so das Ziel sein soll, dass es halt eben etwas ist, was vollkommen natürlich ist. Und das finde ich halt eben schön, dass ich das an auch so an meinen Grafiken so ein bisschen sehen kann, dass es mir halt eben auch leichter fällt sozusagen, Bücher dann eben zu finden aus dem Bereich, ne? Und ja, also das soll es zu meiner Jahresstatistik gewesen sein. Wie gesagt, ich hoffe, ihr fandet es interessant und ihr hattet Spaß bei diesem Video. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!